So, moin, da bin ich auch schon wieder. Und ich freue mich enorm hier auf, ihr wisst schon. Auf diese ganz tollen Spinnen hier. Ich weiß gar nicht, was von wo jetzt kommt oder wieso. La. Ah ja, warum auch nicht? Rennhype. Ich weiß nicht wohin, aber wir rennen. Oh ja, als weiter. Das hört sich nicht gut an. Das aber hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. I am dying. I'm dying. I'm motherfucking dying. La. Ah, es kommt hier nicht hoch. Es kommt hier nicht hoch. Oh, ich habe mich geirrt. Okay, irgendwas muss ich hier machen, aber ich weiß nicht was. Wir rennen jetzt einfach mal wieder drauf los hier. Und ich versuche irgendwie zu überleben. Irgendwie. In einer unbekannten Welt, wo mich alles töten will. Leider Gottes liegen meine Freunde jetzt irgendwo in deiner Nähe. Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund. Aber ein toter Freund ist schlechte Gesellschaft. Mögen sie alle in Unfrieden. Kann ich denn hier irgendwie... Leicht verbarrikadieren. So, okay. Ah. Das könnte halten, das könnte gehen. So. Dieser Umkleideraum ist noch... ist in noch schlimmeren Zustand als der Rest der Einrichtung. Was auch immer diesen Ort hier verwüstet haben mag, hier scheint es jedenfalls begonnen zu haben. Lassen wir erstmal da liegen. Ah, eine Wall of Text. 24. Februar 1972. Ich schreibe diese Zeilen mit dem Wissen, dass darstellt... Was? Dass sie gleichzeitig auch mein Testament darstellen werden. Drei andere Minenarbeiter und ich wurden knapp unterhalb des Hauptschachtes eingeschlossen. Drei Tage lang sitzen wir schon hier fest. Nun, zumindest vermuten wir, dass es mittlerweile drei Tage sind, denn ohne Sonnenlicht und unter Wassermangel lässt sich das nur noch schwer abschätzen. Das Einzige, das es noch am Leben hält, ist der Gedanke an das bald hier eintreffende Rettungsteam. Ist wahrscheinlich eher weniger eingetroffen, aber egal. Gott, waren wir zu Beginn unserer Misere zuversichtlich. Doch die Zuversicht schwindet allmählich. Renton war der Erste, der durchdrehte. Bereits in der ersten Nacht, wir lagen alle ruhig da und versuchten zu schlafen, trotz seines andauernden Heulens und Schnurzens. Dabei war Renton zu diesem Zeitpunkt derjenige, der unsere Situation noch am realistischsten bewertete. Unsere Chance auf Rettung wurde von Stunde zu Stunde geringer. Seitdem hat Renton nicht viel geredet, aber seine Verzweiflung griff schnell auf uns andere über. Fraß sich tief in uns hinein, wie unheilbarer Krebs. Wir waren solche Idioten, die Anweisungen des Bauarbeiters keine Beachtung zu schenken. Dafür musste er letztendlich mit dem Leben bezahlen. Als er damit begann, an jeder Tür Sicherheitsschlösser zu installieren,
dachte mir erst, er sei übergeschnappt. Weshalb sollten wir hier unten Sicherheitsschlösser... Alter, was? Ah, Sicherheitsschlösser brauchen. Wir sind doch die Einzigen hier unten. Er teilte uns allen Zettel mit den entsprechenden Codes aus. Und wir mussten ihm versprechen, diese sicher aufzubewahren. Mein Zettel liegt seitdem in meinem Spind. Ich musste ihn nur einmal benutzen. Nun, dort ist er jedenfalls sicher. Wir fragten unseren Vorarbeiter daraufhin, vor wem wir den Code verstecken sollten. Aber eine Antwort blieb er uns bis zuletzt schuldig. Eine nervige Angelegenheit war das. Ich musste heute Morgen den langen Weg in das Büro dieses verrückten Biologen zurücklegen, nur um an den Code für Sektion B zu kommen. Er wusste mit Sicherheit, dass mit diesen Minen irgendetwas nicht stimmte. Plötzlich fingen einige der Jungs an, sich seltsam zu verhalten. Sie wurden mit dem nächsten Schiff in die Psychiatrie verfrachtet. Diese Glückspilze, aber unter ihnen war niemand, den ich gut kannte, jedenfalls nicht bis vor 3 Tagen. Wir waren im Lagerraum für Chemikalien, als einer meiner Kollegen plötzlich aus heiterem Himmel anfing zu schreien. Es war kein normales Schreien, es klang sehr seltsam, beinahe unmenschlich. Dann fing er an, wild um sich zu schlagen, herstehende Personen zu verletzen und Ausrüstung zu zertrümmern. Boah, mir kribbelt gerade in der Nase. Es war so klar, komm, nehme ich auf. Endlich konnten wir ihn überwältigen und zur Ruhe bringen. Als wir ihn wieder losließen, verhielt er sich völlig ruhig. Er wirkte ein wenig durch den Wind, aber ansonsten normal. Okay, nur an seinen Blick werde ich mich wohl bis ans Ende meiner Tage erinnern. Seine Pupillen waren extrem geweitet, seine Augen wirkten fast vollständig schwarz. Plötzlich, als ob man einen Schatten in ihn Schalter in ihm umgelegt hätte, begann er wieder auszuflippen, schnappte sich eines der herumliegenden Sprengstoffpäckchen und rannte auf den Vorarbeiter zu. Wir wussten genau, was er vorhatte und rannten um unser Leben. 5 von uns schafften es noch in den angrenzenden Schacht, doch nur 4 überlebten die anschließende Explosion. Der Aufzugsschacht, unser einziger Fluchtweg, stürzte durch die Erschütterung ein. Gott weiß, wie viele von den restlichen Jungs noch dort unten sind. Und noch immer schaudert es mich, wenn ich an diese Augen denke. Sie starten mich an. Mich, einzig und allein mich. Miles Stepper. Okay. Ach, eine Bibel. Für etwaige Spinnenmonster und, ich würde gerne gucken, was hier noch überall so rumliegt. Wow. Anstatt dass ich mir den aufsetzen könnte und nicht machen könnte, nein, warum auch, das ist zu viel verlangt. Ah, oh. Ach, das ist nichts, was ich aufsammeln könnte. Ein weiterer Höhleneinsturz, verdammt, dies hätte der Weg zurück zur Oberfläche sein können. Ja, hätte Fahrradkette. Zahlreiche Spinde, vielleicht finde ich dort etwas Nützliches. Das ist leerer Zettel. Schuhe ohne Füße. Wäre auch leicht makaber, wenn da Füße drin wären, aber egal. Okay, Hände wäschen geht auch nicht. Die Rohre sind trocken. Dieser ganze Ort hier ist tot. Und das aufgefangene Wasser ist eine Nase brauner, als es sein sollte. Oh, naja, das geht doch. Sieht fast so aus wie früher an der Schule. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich da weitergehe, aber... Oh, oh! Wunderherrlich, was sehen meine Augen? Ach, so schnell werden da eh keine durchkommen. Also rolle ich das Ding lieber mehr hier hin. Für den Fall der Fälle, dass ich mich wieder verbarrikadieren muss. Aber jetzt bin ich wieder hier. Was bringt mir das denn jetzt? Was habe ich jetzt hierdurch gewonnen? Ja. Thank you.
wollte ich aber nicht. In meinem Spind. Das heißt, wir suchen weitere Spinde. Die hatten ja alles. Jetzt bin ich mir gerade nicht so ganz einig, was mir das jetzt gebracht hat. Aber naja, man weiß ja nie, vielleicht hat es uns ja doch irgendwas gebracht und ich habe es dann wieder nicht geschnallt, kapiert, wie auch immer. Ich höre wieder Stimmen, die mir was flüstern. Wir suchen jetzt weitere Spinde. Vermute ich mal, dass wir die suchen. Sind wir denn jetzt? Sind wir hier? Und da sind wir gekommen. Wir hier. Was gibt es denn noch da unten? Gut, das lassen wir mal gucken, ja. Gibt es hier noch was Brauchbares? Das ist der Code für Sektion C. Also, da brauchen wir wahrscheinlich schon den Code. Wir brauchen noch den Spind, wo das Teil drin liegt. Die Musik macht mich auch gerade leicht kirre. Aber wo finden wir jetzt den Spind? Habe ich da wieder irgendwas geschickt überlesen? Dieses verkackten Biologen zurücklegen, nur um einen Code für Sektion B. Büro. Büro Biologe. Okay. So weit hatten meine detektivischen Fachkräfte das jetzt kapiert, aber wo zur Hölle finde ich jetzt dieses Büro? Weiß kein Schwein. Also ich weiß es nicht, sagen wir es mal so. Und ich renne jetzt wieder gerade leicht planlos durch die Gegend. Ich glaube, man merkt es, man sieht es mir an. Das ist wirklich sehr toll. Wenn das Ding ja schon zugeschweißt ist, werde ich, glaube ich, kaum, dass wir da irgendwie was machen können. In dieser Hinsicht mit dem Schraubenzieher oder so. Also ich halte es zumindest mal hier nicht mehr möglich. Verdammt. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oder wo ich hin muss, sagen wir es mal so. Ich habe keinen Plan. Was ist das? Was ist das? Wo bin ich jetzt gerade hingerannt? Ach Gott, ist das wieder heute so warm. Wenn es noch geregnet, dann musste ich das Fenster zumachen. Jetzt ist strahlender Sonnenschein. Ich find's mir hier drin einen kaputt. Hey, cool, das funktioniert sogar. Warte. Das hier muss die Sammelstelle sein, an der die Felsstücke aus der Mine gesammelt und verarbeitet werden. Diese Kolben können mir jeden einzelnen Knochen im Leib brechen. Ach, woher? Würde ich so nicht sagen. Gucken wir uns mal um. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das.
Was ist das? Ach, nur die Bilder in meinem Gedächtnis können sich mit dem vergleichen, was du jetzt wohl siehst, nachdem der Strom wieder fließt. Ich wünschte, ich könnte jetzt dort bei dir sein, aber die Umstände erlauben solche Frivolitäten nicht. Vielleicht kannst du bald etwas in der Hinsicht tun. Aber sag, bewegen sich inzwischen die Förderbänder im Raum der Felsen? Ich glaube, ich weiß, wohin sie führen. Ist es eine Art Himmel oder Utopia? Irgendwie ist mir gerade danach. Ich weiß auch nicht warum. Alter, das brauche ich vielleicht noch. Mann, da muss ich da irgendwas machen. Na, wie denn auch? Warum vielleicht? Sein. Man muss sich ja in diesem Spiel hier zu helfen wissen. Tada! Ja, der schaut mich sondern nicht gut befestigt aus. Vielleicht kann ich sie irgendwie herunterstoßen. Das erinnert mich irgendwie ganz toll. Erinnert mich irgendwie an Amnesia. Also ich habe ja mal einen Teil von gesehen. Da war es fast genauso ähnlich. Fast. Verdammt. Einmal. Zweimal. Das sollte reichen. So. Mache ich das jetzt am besten? Schöne Sache. Soweit, so gut. Jetzt wird sie wieder dunkler und gruseliger. Gefällt mir nicht. Und ich mache nur Kartencut. Wir sehen uns gleich. Macht's gut. Tschüss.